Ich bin Leonie Stolz, bin die Pressesprecherin hier im Snowdome, komme eigentlich aus Hamburg und ja, fahre jeden Tag hier nach Bisping, weil das eine ziemlich lässige Location zum Arbeiten ist. Wir freuen uns natürlich sehr, dass heute der letzte Wir-Schanzen-Tourstopp bei uns am Heidegletscher im Snowdome Bisping zu Gast ist. Und dass das eben auch auf Initiative des Deutschen Snowboardverbandes nochmal einen zusätzlichen Tourstopp eingebaut wurde. Und wir waren da wirklich sehr happy, als man uns gefragt hatte. Und ja, man sieht, denke ich, auch wenn der Contest jetzt noch nicht wirklich gestartet hat, aber was hier los ist und wie viele begeisterte Snowboarder und Freestyler wir heute hier noch sehen werden. Das Snowdome gibt es jetzt seit 6,5 Jahren. Wir haben im Oktober 2006 aufgemacht mit der Skihalle und haben im Sommer 2010 die Welle, unsere Nordwelle, dazu gebaut und dann noch im November 2011 unser Blockhaus-Hotel, das Resort-Hotel, was direkt nebendran steht. Ja, die Idee der Halle ist eigentlich, dass unsere Muttergesellschaft, die Ötztaler Gletscherbahn, eben mit dem Top-Skigebiet Sölden, die Idee hatten, hier in Norddeutschland präsent zu sein und eben den norddeutschen Gästen auch Lust auf Wintersport zu machen. Und daher kam eben die Idee, schon viele Jahre früher hier eine Skihalle hinzubauen. Ja, leider werden wir zum 31. März, also am Ostersonntag, zum letzten Mal geöffnet haben und dann unsere Tore schließen. Hintergrund ist, dass wir sehr massive Sanierungsmaßnahmen hier in der Halle haben, in der Lifttechnik, in der Beschneiungstechnik, in der Klimatisierung. Und da muss man erstmal schauen, was tatsächlich da an Kosten auf uns zukommt. Dann muss es ein vernünftiges Sanierungskonzept geben und danach behält sich der Eigentümer eben immer noch vor, die Halle zu verkaufen oder neue Investoren zu suchen. Von daher sind wir leider noch nicht in der Lage zu sagen, ob und wie es mit dem Snowdome weitergeht. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Schade, vielleicht schafft es der ein oder andere von euch nochmal bis zum 31. März bei uns vorbeizuschauen. Das wird noch eine sehr lässige Zeit. Auch am 31. März haben wir natürlich noch geöffnet, haben ein paar Specials für euch vorbereitet und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen bis dahin noch sehe. Bis dahin, ciao.